Wir stehen tief in der Schuld unserer Taskforce und der ULF für den Erfolg gegen Wladimir Makarov und seine Privatarmee. Man hört einiges über die ULF. Sind Farah Karim und ihre Leute eine Terrororganisation? Nein. Farah Karim ist und war stets eine Verbündete der USA und unserer westlichen Partner in der Region. Woher hatte Commander Karim amerikanische Waffen? Fast ein Jahrzehnt lang belieferte ich Commander Karim. Und ihre Missionen gegen Al-Qaida und russische Einfälle in Usbekistan. Wer genehmigte Ihnen das? Keiner. Die Lieferungen waren illegal, aber sie retteten Leben. Und ich habe das Geld bewilligt. Ruhe, Ruhe bitte. General Shepard im Oktober 2022. Befahlen Sie da der Shadow Company das Feuern auf eine Taskforce unter Ihrem Kommando in Las Almas, Mexiko? Nein, tat ich nicht. Mr. Graves, erhielten Sie den Befehl zum tödlichen Beschuss auf TF-141? Ja, so war es. Ruhe! Ruhe hinten im Saal! Wer hat Ihnen das befohlen? General Herschel Shepard. Und was dann? Haben Sie den Befehl befolgt? Nein, habe ich natürlich nicht, Sir. Ruhe! Ruhe! Scheiße, die sind sich in den Rücken gefallen. Retten nur ihre eigene Haut. Jedermann für sich selbst. Der Unterschied zwischen Ihnen und uns. Lassen wir das zu, Boss. Man führt einen Krieg zu Ende, indem man siegt. Keine Gefangenen. Gute Jagd, Commander. Gleichfalls, Captain. Nick, flieg Fahrer zurück, ja? Wird gemacht, Captain. Okay, zur Exfiltration. Wir fliegen heim. Watcher an Bravo. Schieß los, Watcher. Der MI6 gibt Kommunikation von Conny an uns durch. Mach es kurz, Kate. Wo sind Sie? Conny ist in London. Heilige Scheiße. Lebt Makarov noch? Es gibt Kommunikation von einem Zar 9-0. Sein Rufzeichen. Was machen die in London, Laswell? Laut Aufklärung trifft sich Conny morgen mit einer bekannten Black Hat im Greensbury Park. Eine Hackerin? Das ist unsere Spur. Auf was will Conny Zugriff? Wir müssen es rausfinden und verhindern. Die Hackerin führt uns zu Makarov. Conny ist in London. Er kann nicht weit sein. Sobald wir Infos haben, müssen wir schnell sein. Ich koordiniere mit der Londoner Polizei und SFO. Ghost, kling dich ins Londoner Überwachungssystem. Sei unsere Augen. Der Rest von uns verfolgt das Ziel. Makarov könnte in unserem Hinterhof sein. Wenn wir erfahren, wo er steckt, schlagen wir zu. Vorerst folgen wir der Spur und finden ihn. Bravo 07 an Watcher. Kamera ist online. Ich sehe es. Funkcheck? Check. 6 in Position. Soap, laut und deutlich. Bestätigt. Ziel im Blick. Schwarzer Kapuzenpulli. Check okay. An die Arbeit, Bravo. Roger. Halte dich bereit, Soap. Bleib unbemerkt. Verlieren wir sie, verlieren wir Makarov. Verstanden. Und dann willkommen zurück zu COD Modern Warfare 3. Nein, ich bleib unter dem Radar. Verstanden. Jetzt zurück zu Gas Force, Soap. Du kannst los. Und es ist wahrscheinlich die letzte Folge auch. Ja, endlich ist das Projekt vorbei. Hast du mal Feuer? Du rauchst, Johnny. Ja, wollte ich auch gerade fragen. Wenn du meinst. Ziel bewegt sich, Sergeant. Lauf ihr nach, Soap. Geh nur nicht zu nah ran. Geht klar. Oh, hier ist ein Doggy. Oh, ihr habt ja einen schönen Warte. Hund. Sie bindet ihren Schuh, schaut vermutlich, ob sie verfolgt wird. Braver Hund. Ja, sie ist vorsichtig. Die Sache mit Makarov. Riley! Ziel bewegt das sich. Ist doch aus... Das ist aus Ghost. Call of Duty Ghost. Ihr Telefon klingelt. Geh näher ran und lausche. Ja, schöne London-Karte. Ja. Hab den USB-Stick hinter den Mülleimern deponiert.
Ja, zwischen Bistro 43 und Tea Café. War mir ein Vergnügen. Was gibt es? Toter Briefkasten für einen Käufer. USB-Stick, Gasse zwischen Bistro 43 und Tea Café. Wir brauchen Sicht. Ghost, übernimm an den Kameras. Roger. Sehe okay. Das Ende der Gasse. Okay, wir haben die Kameras von den Londonern Kameras. Gut. Such im Überwachungsvideo nach jemandem, der die Gasse verlässt. 07 ist wahrscheinlich okay. Der Käufer. Irgendjemand muss doch aus dieser Gasse kommen. Ich kenne London in- und auswendig. Nein, kenne ich nicht. Okay, dann zurück. Ich sehe niemanden. Spul die Aufzeichnung. Ja, mache ich doch gerade. Immer noch nicht. Hab ihn gefunden. Da. Bleib an ihm dran, Ghost. Wir brauchen, was immer er hat. Okay, er läuft. Wolf ist hineingegangen. Sichtkontakt verloren. Wechsel auf eine andere Kamera. Ding. Okay. Er ist wo? Ah, ich hab ihn verloren. Glaube, ich hab ihn verloren. Geh zurück zur Gasse und spul dahin, wo du ihn zuletzt gesehen hast. Hä, wo bin ich denn jetzt auf einmal? Hä? Digga, what the fuck? Ich kann ihn wiedersehen. Ja, Käufer hat Bistro 43 verlassen. Ah ja, da sehe ich ihn. Er läuft da lang. Ich kann ihn nicht sehen. Zieh ihn überquert die Straße. Bleib an ihm dran, Lieutenant. Wir zählen auf dich. Er geht da rüber. In so eine Gasse. Ich sehe ihn nicht. Da. An alle Bravo. Ziel geht in den Fußgängertunnel. Der Tunnel ist eine Sackgasse. Ein gutes Versteck für Conny. Und Makarov. Die Polizei und SFO stehen bereit. Schlage vor, wir rufen sie her. Verstanden. Alle Stationen bereit machen zum Vorstoß. Roger, 6 unterwegs. Die Umgebung abriegeln. Der Rest kommt mit mir. Oh, komplette SFO bereit. Ey, das ist geil. Tunnel sicher. Da ist eine verschlossene Tür, die zum alten Bahnhof führt. An der Tür und bereit, sie aufzubrechen. Ja, wir spielen mit Haymaker. Auf Ihr Zeichen, Captain. Bereit. Ziehen wir es durch. Aufbrechen in 3, 2, 1. Vorrücken, Jungs. Wir gehen rein. Rein. Geh nach rechts. Sicher. Das Wolf, wir sind drin. Verstanden. Findet den Käufer und sicher den Stick, John. Team 1, mit uns nach unten. Verstanden. Team 2 hält oben Position. Gut, Jungs. Willkommen. Kontakt. Sicher. Ihr habt den Befehl, alle zu töten. Merken. Ich sehe einen Laser. Kontakte im Gang. Gas, flankieren. Roger, rück auf rechter Seite vor. Das Geschütz muss weg. Werfe Granate. Jungs, könnt ihr mal mithelfen? Werfe Rauch! Oh, Rauchgranate, das ist gut. Jungs, verteilen! Mir nach, Gas. Waschraumseite. Verstanden. Das Geschütz verhindert unseren Vorstoß. Ich hab ne Flash abbekommen, Leute. Das ist ja mit euch. Gas, mach mal was. Sei mal nützlich. Gesichert, rücke vor. Verstanden. Rücke vor, rechte Seite, Vorsicht beim Feuer. So. Geschütz kaputt. Rücken vor. Okay. Zeigst du die Schützen in den Lärm? Oh Gott. Alle okay? Achtung! Ich hab Granaten zurückgeworfen. Mehr Conny, sie kommen die Rolltreppe runter. Ein Tango ausgeschaltet. Im nächsten Raum sind mehr Conny. SFO, vorwärts! Rücken wir vor, erledigen die Wichser und holen uns den Stick vom Käufer. Ja, Conny ist in der zweiten Stock. Alter, ich fühle mich jetzt wirklich hier wie in so einer Spezialeinheit. Jungs, ihr macht das ein bisschen falsch. Wo geht's hier hoch? Oh, schade, ich dachte, hier gibt's ein Secret. Aber bei dieser Kampagne ein Secret träumen darf man mal. Raketenwerfer am ersten Stock, linke Seite. Wow. Die KI ist mal wieder super. Mann, so.
Raketenwerfer lädt nach. Ausschalten! Noch ein Feindgeschütz, hinten im Raum! Ja, lass. Ich mach. Warte, Granate! Hey, ja moin, klar, mit einem Schuss hat er mich direkt gekillt. Ey, wirklich, wieder die KI. Ich kann sie nicht mehr sehen. Ich bin so froh, wenn wir das Spiel fertig haben. Und natürlich wieder Spawnpunkte. Beste. Nehme die linke Seite. Ach, dieses Spiel, es ist einfach nur schrecklich. Manchmal frage ich mich wirklich, warum spiele ich das? Raketenwerfer am ersten Stock, linke Seite. Oh, ich will meine Waffe wieder haben. Ausschalten! Noch ein Feindgeschütz! Hinten im Raum! Ein umgelegt! Gut, Jungs. Bitte mithelfen. Das wäre schön. Werfe Granate! Granate! Das Geschütz nagelt uns fest, Captain! Ja, warte. Geschütz ausgeschaltet. Wieso muss ich es jetzt hacken? Okay, aber es hat geklappt. Wieso musste ich es gerade hacken? Werfer zerstört. So, geh nach oben. Wir gehen nach oben. Sicher. Wir müssen den ersten Stock durchsuchen und sichern, Sir. Da sind sehr viele Gegner. Werfe Granate. Sicher. Roger. Ausschwärmen. Findet den Käufer mit dem USB-Stick. Gut, er ist gesichert. Haben wir irgendwas? Hier ist ein Computer. Jungs, guck mal. Vielleicht sind hier ein paar Pornos drauf. USB-Stick erlangt. Was drauf war, wurde ins Zugnetzwerk des Bahnhofs hochgeladen. Ein Trojaner. Conny hat Kontrolle über die Züge. Noch was. Die Gesichtserkennung fand das. Vor 10 Minuten eingestiegen. Makarov. In einem Zug voller Zivilisten. Geiseln. Opfer. Der Tunnel ist 500 Fuß tief und 30 Meilen lang. Es befinden sich dort zu jeder Zeit Tausende von Menschen, Bravo. Er will die Züge einschließen. Und den Tunnel zerstören. Wir haben keinen Beweis. Noch nicht. Makarovs Zug hielt nach 20 Meilen an einer Gleiskreuzung. Ich fordere von SFO ein zweites Team an. Wir können jede Hilfe gebrauchen. Wir nehmen den Wartungstunnel. Los jetzt, bevor es zu spät ist. Männer, Captain Price. Zu ihren Diensten. Die Hälfte von ihnen folgt dem Lieutenant. Der Rest kommt mit mir. Formieren! Alles klar, bleibt zusammen. Tut, was ich sage. Machen wir uns an die Türen, okay? Sechs und Watcher sind am Ziel. Holen Makarov. Verstanden. Schnapp ihn dir, John. Der Bastard gibt nicht kampflos auf. Ja, wir aber auch nicht, Sonnenschein. Hm? Na los. Krass, das sind diese Tunnel, der einfach nach Europa führt. Auf dein Zeichen. Ist auch interessant. Yo, ist auch interessant, mal den zu sehen. Können wir wieder Zugriff erlangen? Wir arbeiten an ihrer Firewall. Die Hackerin war gut. Gut darin, einem irren Arschloch für Geld zu helfen. Also ich weiß nicht, ob der in echt auch so aussieht. Kann ja sein. Ich war noch nicht in diesem England-Tunnel. Im Wendern würde ich gern. Wahrscheinlich dahin fliegen. Angriff, Sergeant! Sicher! Gesichert! Sechs an Watcher, Zugtunnel gesichert. Weiter zu Glasgow. An alle Bravo, 07 hier, stehe unter Beschuss. Conny hat Geiseln. Rettet sie, Sieben. Watcher, wir sehen tote Zivilisten. Das könnten die ersten von vielen sein, Bravo. Wenn wir Makarov nicht stoppen. Ja, wir beeilen uns das schon. Ich kann mich nicht teleportieren. Vorsicht beim Feuern. Verstanden. Okay. 3, 2, 1. Und adios, Wrack!
Garage sicher. Gut. Sichere die Geiseln. Keine Verluste. Raus hier. Bring sie in Sicherheit. Oh Gott. Oh mein Gott. Wir kümmern uns um sie. Der Rest nach hinten. Hier 7-1. Wir sind jetzt an der Gleiskreuzung, Watcher. Das ist Makarovs letzte bekannte Position, 6. Aufpassen. Bereit machen. Makarov könnte hinter diesen Türen sein. Auf dein Zeichen. Rücke vor. Na, dann ab geht's. Gar kein Problem. Ey, kein Rückstoß mit dieser Waffe. Vorstoßen! Feuer frei! Ihr habt gehört! Bewegung! Okay, da gerade sind alle gestorben. Greif an! Okay, Jungs, weiter, weiter, weiter. Gleiskreuzung, auf die Züge aufpassen. Kontakt, feindliches Geschütz. Wie viele Züge kommen denn hier bitte? Warum ist noch so ein Geschütz? Alter, chill. Dort, Digga, ich muss mal hier übelst aufpassen. Los, Gas, Truppenkontakt! Wie ist eure Position? Rücken im Bahnhof vor, hier sind alle. Das ist auch nicht. Wo werde ich denn die ganze Zeit angeballert? Es geht so auf den Sack. Napoleon Bonaparte. Wer auch immer das ist. Kontakt, feindliches Geschütz. Rücken vor, geben Deckung. Kennt ihr nicht auch Napoleon Bonaparte? Sie kommen näher! Oh, Soap, mach doch bitte auch was. Boah, ich kann gleich nicht mehr, Digga. Meine Nerven gehen gleich zu Ende. Wo kommen die alle her? Sag mir das doch bitte mal. Ich kann das nicht mehr. Diese letzte Mission fickt mein Leben. Rücken vor, geben Deckung. Und natürlich bin ich der Einzige, der hier wieder am Kämpfen ist. Das ist eine Flash. Wieso habe ich jetzt Flashes? Los, Gas, Truppenkontakt! Wie ist eure Position? Rücken im Bahntunnel vor, hier sind verletzte Zivilisten. An Feinden mangelt es auch nicht. Wo denn? Ich kann das nicht mehr durch. Ich kann das gleich nicht mehr. Boah, oh, noch mehr Gegner. Auf den Juggernaut aufpassen! Den anderen Juggernaut! Ich bin gepanzert, mach ihn fertig! Noch alles. Ey, Jungs, bitte. Hallo, bin ich der Einzige, der hier schon noch schießt? Feind Juggernaut zerstört. Je größer sie sind. Feindlicher Juggernaut. Noch einer. Ja, moin. Er ist am Boden. Bis zu Ende. Na, mir ist jetzt... Nee, da hinten ist doch einer. Wir haben es gleich, Captain. Ja, ich bin auch schon auf dem Weg. Meine Fresse. Eieieiei, Jungs. So, weiter. Ich will das hinter mir bringen. Sicher. So, gehen wir. Wir hören nicht auf, bis Makarov im Dreck liegt. Conny bewacht eine Bombe. Sehe ich. SFO, Bereich absichern. Ja, Sir. Soap, ran an die Bombe. Hi. 2 Minuten, Sir.
Oh nein. Bravo. Bombe an der Gleiskreuzung. Nein. Ich weiß jetzt, was kommt. Sofort! Roger, komme zu dir! Kontakt! Verdammte Scheiße! An die Arbeit, Soap! Ich weiß, was gleich kommt. Ach, Scheiße. Bin ich vorbereitet darauf? Sechs, für die Bombe braucht es zwei. Du musst mir helfen! Ja, würde ich ja gerne. Erledige sie, uns läuft hier die Zeit davon! Captain, ich brauche dich jetzt hier bei der Bombe! Kannst du sie entschärfen? So, ich bin doch schon da. Gut, was müssen wir hier machen? Was jetzt, Zob? Schmutzige Bombe, Cap. C4 und radioaktives Pulver. Sie jagt den Tunnel hoch und trifft Europa. Wie entschärfen wir sie? Ich brauche das Herstellerlogo auf der großen Platine. Da. Das ist ein Rede Bär. Rede mit mir. Das Logo auf der Platine. Das Logo auf der Platine ist ein Bär. Verstanden. Bär, durchtrenne den Draht. Okay, das hat uns etwas Zeit verschafft. Price, Achtung! Makarov ist im Tunnel. Er kommt in eure Richtung. So, hast du das gehört? Bestätigt. Ich lasse die Bombe nicht los, Captain. Da! Bin getroffen! So, die Waffe im Anschlag! Wenn ich loslasse, geht sie hoch, Captain! Gib mir Deckung! Rack! Bravo! Wir brauchen hier Sperrfeuer! Jetzt! Wir sind festgenagelt, Cap! Conny blockiert die Tunnel! Kämpft euch durch! Warum fahren eigentlich immer noch Züge? Polizei ist tot! Zurück an die Endoskopkamera, Captain! Könnt ihr mir das bitte erklären, warum noch Züge rumfahren? Wir sind gleich durch! Wir sind hier im Kriegsgebiet! Was jetzt, Zob? Finde die Sprengkapsel. Untere linke Ecke. Linke Ecke. Verstanden. Sprengkapsel. An C4 angebracht. Ei. Da ist eine Seriennummer drauf. Was ist die dritte Ziffer? Die dritte Ziffer, Captain. Ja. Wie lautet sie? 9. Nummer 9. Okay. Gut gemacht. Diese Bombe hat 2 Zünder. Wir müssen beide gleichzeitig trennen. Der rote Draht. Roter Draht. Verstanden. So, ach, Digga, jetzt kommt die Szene. Nimm das mit in die Hölle, Captain. Begrabe den Feind niemals lebendig. Fick dich, Spiel. Fick dich. Oh, es ist so dumm. Ja. Und er entkommt einfach. Verdammte Scheiße. Johnny! Captain, die Bombe! Wie fick dich, Spiel. Was zum Teufel ist das? Dafür hasse ich diese Kampagne so sehr. Ich brauch dich hier, oder sie geht hoch. Ja, ist mir dann auch so egal. Such den roten Draht, nur rot. Soap sagte, wir schneiden gleichzeitig auf 3. Verstanden? Roger, auf 3. So, ich hab sie jetzt... Ich hab sie jetzt einfach schon gezündet. Zeitig auf 3, verstanden? Roger, auf 3. 1, 2, 3. Was eine Scheiße, wirklich. Entschärft. Wir sind sicher. An alle Stationen, hier Bravo 6 auf gut Glück. Gefahr neutralisiert. Bombe ist sicher. Ein Gefallener.
Er war der Beste von uns. Der Toughste. Er hätte es mit der Welt aufgenommen. Wer wagt, gewinnt. Schlafe sanft, Soldat. Kannst wegtreten, Bruder. Wir übernehmen. Ruhe in Frieden, Johnny. Ohne Worte. Einfach ohne Worte. Das ist die größte Abzocke überhaupt. Und nachdem ich Cold War und MW2 die Kampagne gespielt habe, ist das hier einfach nur ein Schlag in die Fresse. Nee, kein Schlag in die Fresse. Ein Sturz in die Hölle. Ich muss mal kurz meine Brille absetzen. Ich kann wirklich. Das tat so weh, dass ich. Wirklich. Ich kann nicht mehr. Also, ich muss schon anzufangen mit der Story ist schon. Also, die ganzen Fehler, so. Man sieht eindeutig, dass es nicht fertig ist. So. Komische Fehler. Wie, warum wir die ganze Zeit Wladimir jagen und nie immer die Stellen sichern, wo wir ihn finden. Oder warum wir immer Sachen bescheuerten scheinen, wie da bei hier Verdansk, warum wir da nicht einfach gesagt haben, okay, entweder schießen wir ihn, wenn es zur Not kommt. Es ist so bescheuert gemacht. Und dann am Ende dieser Tod von so, es ist so dumm. Und dann merkt man bei jeder Stelle, dass es unfertig ist, vor allem am Ende, weil, oh scheiße, ein Verrat muss noch kommen, ein Tod muss noch kommen, das, so, das ist ganz wichtig, dass es noch kommt, aber wie wir es aufarbeiten, ist egal. Oh, es kommt noch eine Cutscene. General. Wer hat Sie eingelassen? Eine Freundin. Laswell. Sie sind doch einer von den Guten. Waren wir beide? In diesem Job muss man eben Opfer bringen für das größere Ganze. Allerdings. Auch Sie haben Leichen im Keller, John. Das werden Sie noch bereuen. Oh, ich bettle bestimmt nicht um mein Leben. Nicht vor Ihnen oder irgendwem sonst, Captain. Das wäre auch nutzlos. Das hat's bisschen besser gemacht. Aber trotzdem bescheuert. Bescheuert Auffassung. Ja, und ich kann auch weitermachen. KI bescheuert, ich meine, man muss sich dieses Beispiel nehmen von der einen. Geh weg mit Copyright-Musik. Man muss sich einfach nur ein Beispiel geben von dieser einen Mission, wo wir mit Laswell in dieser russischen Basis waren. Und
Ich musste nur sprinten und die KI geht ab des Todes. Oder du bist nur in der Nähe von der, direkt erschießt die dich fast. Oder halt generell, die KI ist so dumm. Du kannst keine Stealth-Mission bei diesen Open-Combat-Missionen machen. Jetzt apropos Open-Combat-Missionen. Waren die grottenschlecht. Ja, jeder hasst sie. Keiner will die. Und trotzdem sind die hier. Ich meine, man hätte zumindest, wenn man es richtig angegangen hat, irgendwie daraus was reißen können. Doch nicht mit so einem Crap. Ich bin wirklich, die Fassung ist bei mir weg. Die Begleiter-KI, da brauche ich auch gar nicht mehr dazu was sagen. Ich meine, man hat sogar am Ende schon noch gesehen, boah, da stehen 100 Gegner, statt dass die KI mithilft. Nö, wir sind da die ganze Zeit hinter der Deckung. Ja, scheiß drauf. Wir machen einfach nichts. Ja, und es gibt auch keine Highlight-Mission. Nicht, keine richtige Auffassung, nichts. Es gibt einfach nur, Skandal mit Skandal mit Skandal. Aber statt, dass das irgendwie richtig aufgefasst wird, nö, es wird einfach mal so gepassiert und fertig ist. Ja, geil, jetzt ist die Aufnahme noch länger geworden. Kann ich noch länger warten, bis ich dieses Video hochladen darf. Ich bin froh, in 5 Tagen, oder ich glaube sogar in 4 Tagen, irgendwie wurde es gesagt, aber dass man in Neuseeland das früher spielen kann. Auf jeden Fall können wir dann endlich Black Ops 6 spielen. Ich habe so Bock darauf und nicht mehr MW3 zu sehen. Das wird das letzte Mal sein, also nach dem Schnitt, dass ich MW3 sehe. Und ich bin so happy. Ich bin so happy. Ich hätte vielleicht die Kampagne nicht als allerletztes machen sollen. Aber man sagt ja immer so, den Teufel wirst du als letztes töten in deinem Leben. Und so ist es. Gut, Leute. Ich hoffe, euch hat trotzdem dieses Projekt gefallen. Wenn es vielleicht Leute gibt, die daraus ein Best-of machen, ich wäre darauf dankbar. Denn das war ziemlich witzig auch ein bisschen. Ja, ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Haut rein. Ciao, ciao.